trotz meiner Dingens kann ich immer noch Stress bekommen. Das ist recht durch die Soundtracks, die in diesem Spiel sind. Normalerweise sollte man gar keine Soundtrack drin haben. War die, ist Need for Speed auch jemals mal für Let's Plays gedacht gewesen, weil er hat wegen den Soundtracks. Ich glaube nicht unbedingt, dass das unbedingt war. Aber gut, ist ja nicht so das Problem, nicht? Ruhe, hier muss in der Nähe direkt irgendwo die nächste Mautstelle sein. Und zwar hier. Schade, ich dachte mal, ich würde auf 20, diesmal auf 20 Sekunden Bonus kommen. Im Übrigen, ich habe ja noch mehrere Need for Speeds. Könnt ihr mal mal eure Meinung dazu geben. Und zwar soll ich irgendwann nach diesen Need for Speed noch ein Need for Speed starten? Haben zu ich kamen, das werde ich aber nicht let's playen, weil ich habe dafür damals, wer weiß wie lange dafür gebraucht, damit ich das schaffen kann. Wegen den ganzen Canyon-Rennen. Und das wäre wirklich ein 4:3 und ich weiß nicht, wie mein Renderprogramm darauf arbeiten würde. Dann habe ich noch das aktuellere Most Wanted. Das würde ich aber wenn überhaupt auch rausziehen, weil zweimal hintereinander Most Wanted wäre scheiße. Was ich aber noch habe, ist The One. Das habe ich auch noch, das existiert auch. Das heißt, wenn überhaupt, würde ich wirklich, wenn ihr es möchtet, nur noch vielleicht Need for Speed The One bringen, wenn überhaupt. Dieses müsstet ihr oben eure Meinung zu sagen, wie ihr das denn gerne hättet. Jo. Shoot! Ich würde sagen, wir haben es jetzt schon geschafft. Das Run ist durch. Also, ich verstehe das nicht! Auf Radarrennen habe ich jetzt eigentlich gar keinen Bock, aber das ist, denke ich mal, das Einzige, was jetzt gerade keinen Kopf maximal besetzt. Ja, hallo, das ist doch nicht dein Ernst. Ja, das ist mir klar, dass du, weil du ja unbedingt willst, dass ich durch die Golfanlage fahre. So, jetzt darf ich das GPS auch wieder einsammeln, ja? So, durch die Golfanlage, ich glaub's nicht. Ich möchte auf meiner Spur fahren, danke. Die gefällt mir nämlich eher als der Gegenverkehr. Alter, ja, ja, ganz ruhig. Das ist, nee. Alter, was hab ich für einen Scheiß... Was hab ich denn für ein scheiß Navi? Ja, ja, hup du mich nur an, du kleiner, feiner LKW, du. So, wie weit haben wir es denn noch? Ich hoffe nicht mehr so weit. So, hier lang. Ich weiß, ich verstehe nicht, wo der mich hier echt lang schickt. Wo ich denn hier hin soll. Ich bin jetzt schon am North Grey Point. Der Part besteht gerade scheinbar nur aus zur Strecke hinzufahren. Ja, X. Alter, nein. Ah. So. Nix. Hier drin? Na super, das wird ein super Radar-Rennen! Rennen!
Ich lasse sie vorfahren. So, ihr blendet mich noch mit eurem scheiß Staub. Das ist schon wieder so ein nasses Rennen. Zack, 224, ich bin schneller als ihr. Niemand ist so sch... Niemand ist so schnell wie meiner einer. Ja, ja. Die KI ist gerade schneller. Was? Alter! Es gefällt mir gerade gar nicht, dass ich langsam bin und das kurz davor, weil... Oh, hier schon wieder sowas kommt. Zack! Ah! Bam, 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 bam! Mein erst... Gut. Es bleibt ja nicht... Bleibt ja mir nichts anderes übrig, als also muss ich die jetzt ja fahren. Schade. Ja, war genau noch durch die Promenade. Ich will nichts in dieser Promenade zerstören. Ich will sie mal heile lassen. Jetzt wird sowieso irgendwann noch genug leiden. So, wie weit geht's denn? Mein Gott. Ah, ich hab die Zurückstelltaste gefunden. Zufälligerweise. Obwohl ich glaube, vielleicht habe ich die auch so eingerichtet, ich weiß es nicht mehr. Das ist jetzt schon so einige Parts her, dass ich das jetzt noch wüsste. Als dass ich das noch wüsste, nicht dass ich das noch wüsste. So. Und schwapp, zack. Aber wir sind verdammt gut in der Zeit, wie ich das gerade mal so sehe. Das ist mein vorletztes Rennen. Ich nehme ja am Stück auf. Und, gut, ihr seid jetzt im... Ich sollte mir mal aufschreiben, bei welchem Part ich aufgehört habe, damit ich auch, wie gesagt, mit den Parts reden, also mit der, über die, per der Partzahl reden könnte. Sonst würde ich jetzt sagen, das wäre der dritte aufgenommene, jetzige Aufnahme-Sessions-Part. Aber ihr würdet dann im Bahnhof drin verstehen, weil ihr das sowieso ins 15... 15? Circa 15 Minuten Sessions mal seht. Weil ich das ja cutten werde. Und das ist nicht gerade wenig Arbeit mit meinem Aufnahmeprogramm. Da ich nur eine einzige, durchgängige große Aufnahmespur habe, wo ich früher, das kann ich ja wie gesagt verraten, auch wenn ich das vielleicht schon getan habe, früher, wo ich noch mit Traps aufgenommen habe, hatte ich das damals recht einfach. Da habe ich das so eingestellt, dass er alle 4 Gigabytes cutten sollte. Das waren immer rein davon, wie viel auf dem Bildschirm passiert per Grafik. Manchmal so 3, 4, 5 Minuten. Somit waren die Cuts halt recht easy, Bob easy. Ja. Wobei es dann immer sein konnte, dass mitten im Satz einfach so ein Cut existierte. Was jetzt ja, was, wenn es euch aufgefallen ist, seit diesem Mikro, also seitdem ich jetzt mal mit diesem Mikroaufnahme ja nicht mehr so ist. Und ja.
Da waren die Schnitte eigentlich recht einfach damals noch gewesen. So. So, das haben wir. Auch wenn die... Na, da, ich sehe die andere Maus schon. So ist es ja nicht. Drüber. Oh. Ich habe das gesehen, wofür das maximal steht. So ein Wunder, dass es noch nicht, dass sie mich noch nicht haben. Normalerweise. Sollten die mich schon längst im Visier haben. Ja. So. So, dann nehmen wir jetzt noch das letzte Rennen. Und kümmern uns dann um die Cops. Würde ich sagen. Ich sag ja, wir sind verdammt gut an der Zeit. Ich kann euch ja mal sagen, ich nehme jetzt gerade insgesamt, auch wenn ihr das jetzt so natürlich nicht seht, schon 41 Minuten auf. Wir sind so weit, dass ich jetzt gleich alle Rennen durch habe. Okay. Diese Cop-Aktion wird lange dauern, weil Baron wollte 500.000 sogar nur. Und wir haben nur 332.000. Das heißt, ich muss noch über 100.000 einsammeln. Muss, so wie ich gesehen habe, das... Die Cop-Aktion muss Maximum, also Minimum 5 Minuten dauern. Muss einiges an Kopfgeld zusammenkriegen, Sachschaden und Straßen sperren. Ich werde es schaffen. Nur ich weiß nicht, wer von euch. Nicht for Speed Most Wanted kennt, der weiß, dass ab. Ich wiederhole. Ab Heat Level Nummer 4 ist keine einfache Sache mehr wird. Weil von da an kommen Helikopter, die man nie zerstört bekommt. Und Nagelbänder. Das gefällt mir gar nicht. Achtung, Bezirk 3. Es sind mehrere Beschwerden eingegangen über Code-6-Fahrzeuge. Zuletzt gesichtet in Fahrzeugen. Alter, blende mich nicht so der Sonne. Einheiten im Gebiet bitte anrücken. Ich hab noch übrigens eine Sache noch nie nachgecheckt, dass ich jetzt nicht mehr machen kann. So. Den Kopf bin ich direkt wieder wieder los. Was mir gerade mir direkt einfällt, noch was zu erwähnen ist. Und zwar ist Cop-Rennen, so Cops, die während dem Rennen aktiviert wurden und ich zu diesem Zeitpunkt gerade in Flucht bin. Die Fluchtphase dauert dann natürlich etwas länger. So als hätte ich ein höheres Heat-Level, auch wenn ich vielleicht... Ha! Das habe ich nicht gesehen. Auch wenn überhaupt ich Heat-Level Nummer 1 habe. Natürlich seht ihr mich. Zentrale, mehrere Code 6 auf der Flucht. Förder alle frei. So. Er ist in der Bodenfabrik. Schwung. Nein! Das ist doch nicht wahr! Wieso hab ich mich denn überschlagen?